Hallo miteinander. Aus aktuellem Anlass habe ich mich entschlossen, euch etwa 2 Dutzend ukrainische Wörter und kleine Sätzchen beizubringen, damit ihr, wenn ihr jemanden kennenlernt aus dieser Region, wenigstens ein paar Brocken könnt und dieses Gefühl erzeugen könnt: Ich nehme dich ernst, ich gebe mir Mühe, das gibt immer eine tolle Stimmung. Die Wörter habe ich aus einem Kurs entnommen, den ich kostenlos bei YouTube gefunden habe. Der ist unten verlinkt. Also wenn ihr dann von diesen paar hundert Wörtern mehr lernen wollt als meine 24, dann einfach diesen Kurs weitermachen, aber nutzt meine Technik, meinen Ansatz, wie man es lernt, damit es einfach schneller geht. Ich wünsche euch total viel Vergnügen. Es hat mir auch wahnsinnig Freude gemacht. Bin jetzt noch gerade mittendrin im Lernen, wie schnell das geht in Ukrainisch. Das ist wirklich der Knaller. Also, bye bye. Як тебе звати? Як тебе звати? Wie heißt du auf Ukrainisch? Das ist ein wichtiger Satz in diesen Zeiten. Heißt Як тебе звати? Wie merke ich mir das? Ich begegne einen Menschen, den ich frage, wie er heißt. Der hat in der Hand eine Tasse Tee und die ist übrigens heiß, damit ich dieses Wie heißt du erkenne im Bild. Er hat also Tee in der Hand. Er trägt übrigens eine Jacke. Der Tee schmeckt nach Beeren, Jagdtebe. Und auf der Tasse vom Tee erkenne ich eine Schlange, die da auf einem Stück Watte sitzt. Swatte. Jagdtebe Swatte, wie heißt du auf Ukrainisch? Jagdtebe Swatte. Jagdtebe Swatte. So, und jetzt habt ihr mal den Ansatz erlebt, wie man denn ein schwieriges Wort, das mein Gehirn gar nicht so richtig darstellen kann, trotzdem lernen kann. Es gibt ja 2 Dutzend von diesen Videos plus minus. Wenn ihr schon das 10. Video gesehen hättet, dann würdet ihr merken, ja stimmt, es ist völlig egal, wie oft ich das wiederhole. Das funktioniert tatsächlich immer so. Wenn ihr euch entscheiden wollt, mehr Ukrainisch zu lernen, ist ja unten dieser Kurs, wo ich diese Wörter raus habe, verlinkt. Das kostet nichts. Da können Sie, glaube ich, über 400 Wörter und Sätze lernen. Und ihr habt jetzt eine Strategie dazu. Solltet ihr sagen, ich hätte noch gern mehr Informationen über Gedächtnistraining, also wie Lernstrategien auch für andere Themen funktionieren, zum Beispiel, wie kann ich mir Zahlen merken oder frei sprechen, ohne dass ich dann den Zettel in der Hand haben möchte, oder Namen und Gesichter, wie kann ich mir das besser merken, oder dass ich Schülern oder Studenten zeigen kann, wie kann man schneller lernen, dass es eben das Haften bleibt im Kopf, was ich gelernt habe. Für das gibt es ja mein Mega Memory, kostet 450 Euro, ist unten auch verlinkt und ihr kriegt einen ordentlichen Rabatt, wenn ihr diesen Link nutzt. Teilt dieses Video, schreibt mir Kommentare, ich lese das auch persönlich. Schön, und übrigens, wenn ihr meinen Kurs macht, tatsächlich habt ihr immer die Möglichkeit, mich persönlich zu kontaktieren. Also, auf geht's, viel Vergnügen, bye bye.